Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Nemesis. Ihr wollt mehr sehen und mal zu Blaziker passen, dann abonniert meinen Kanal. Wir starten gleich wieder hier munter durch. Wir haben hier eins Fry. Sehr schön, können wir gleich das nächste aussuchen. Da haben wir... Wo haben wir es denn? Ewig wachsam. Was darf der Bauer... So, wo ist es denn, Mensch? Ich hab den Koloss. Ich hab's bloß übersehen zum Schluss. Teile der Leere. Blocker. Habitat. Geschwindigkeit, Megastruktur. Ach so, ach jetzt. Okay. Was kann man denn bauen? Habitat, Forschungsnexus, eine Wachmatrix. Oh, das dauert noch ein bisschen. Da ist der Forschungsnexus. Sternentore nehmen wir mit. Das passt. Da kommen wir dann bald wieder ins Plus hoffentlich. Ist hier mal alles im Bau. Habe ich da so kräftig gebaut. Kommt noch alles. Hier sind sie. Ja, haben wir schon priorisiert. Gut, da müssen wir laufen lassen. Dann wird sich das wahrscheinlich wieder ändern. 32 Arbeitslose. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Lassen wir es mal so laufen. Okay, weiter oben schauen. Die können wir alle ab. Nope, nope, nope. Da knallen wir. Haben wir hier. Was kosten die mich? Crystals. Habe ich zwei. Teilchen habe ich ohne Ende. Boah. Teilchen. Haben wir ein Crystal. Alles laufen. Wir sind gut im Plus. Oh, die fressen mich hier auf, ey. Hier. Ist das jetzt besser? So, erschütterndes Vertrauen. Eine Gruppe von Aushilfsagenten in Kumbalum damit begonnen, die ihr zugewiesene Aufgaben. Ach so. Nichts gebracht, ne? Ach so, dauert noch. ...15 wenigstens. Oh, auch nicht die Welt. Ihr müsst euch mehr vermehren. So hat es natürlich keinen Wert. Das ist noch alles im Bau. Das sind die Special Projects. Hier wird der Bunker geöffnet. Die Krise ist hier auch noch am werkeln. Ein paar Aufstiegsvorteile. Ja, ich weiß.
Das bringt mir auch nicht so viel. So, das ist der Bunker, dass der aufgegangen ist. Das Special Project. Unsere Wissenschaftsexperten ist es endlich gelungen, den Bunker auf Fallen Outpost zu öffnen. Aus den skelettierten Überresten wurde dort jedoch nichts gefunden. Anscheinend ist den ursprünglichen Bewohnern des Bunkers vor ungefähr 200 Jahren das Essen ausgegangen, worauf sie dann in eine Art kannibalisierte Raserei übereinander hergefallen sind. Die verstreuten Knochen, von denen viele Nagelspuren tragen, zeichnen ein grausames Bild der finalen Augenblicke der letzten Überlebenden dieser einst so stolzen Zivilisation. Das Positive, die im Bunker gefundenen Protokolle und Datenbibliotheken sollten ausreichen, um unsere Wissenschaft, unser Verhaltensforscher und Xenopsychologe für viele Jahre zu beschäftigen. Oh, das ist cool. Da tun wir gleich mal hinschauen. Bei dem hier. Sozialforschung ist der dabei, okay. Natürlich interessant. Ökologie. Was ist mit den Blockern? Gaia. Ah, schwierig. Was machst du jetzt am besten, ne? Wie lange haben wir noch? 23. Das sind noch ein paar Jährchen. Aber ich will den eigentlich schlucken, dass ich mich hier besser verteidigen kann. Hier und hier. Okay. Sehr schön. Eine Wahl. Was wollen sie denn? Nein, auf keinen Fall hier. Ratsgröße ändern auf 4. Oh ja, das ist wichtig. Jawohl. Rekrutieren wir ihn hier. Aber ich nehme es jetzt. Ich nehme hier. Wo haben wir es? Hier. Ewig Wachsamkeit. Standbasis, Rumpfstärke, Schandplattformen und Verteidigungsplattformen. Ja, jo. Das ist es. Da werden wir hier nämlich einen großen Blocker draufsetzen. Es fehlen. Da gibt es ja Befestigung der Grenzen, Verbesserungsgeschwindigkeit. Und 2 Sternbasen mehr bekomme ich da. Die sind aktiviert. Ganz wichtig. Hier ein Störsender, Schilde, Rückzugschance, Waffenreichweite, Verteidigungsplattformen, Hochposten, Hyperraum. Es ist nett, dass ihr mir die Grenzen aufmacht. Das freut mich. So, du hier. Wie schaut's bei dir aus? Überlegen. Ach so, weil ich hier keine Spionage mehr habe.
Spionagenetzwerk. So, Flottenmanager, wir bauen Schiffsdesigner. Wir bauen hier mal die Dinge mit. Sionen, wo sind sie denn? Die Bedrohungszerstörer. Kinetik. Schild, Schild. Schildpanzerung. Sklavenaufstand. Das ist schlecht. Was ist das denn? Ja, witzig, ey. Dann nehme ich lieber den hier mit. Es... Was haben wir denn hier? Ach so, weil du hast du keine Energie. Ausweichen. Ja. Ja, nehmen wir das so. Dann gehen wir hier auf Flottenmanager. Pumpen wir hier Bedrohungszerstörer. Knallen wir hier mal 20 raus. Was brauchen wir da? 9,9. Jo, ein bisschen brauchen wir noch. Hier, ihr geht alle auf den Planeten. Jo, alle landen. Was sind die anderen hier? Könnte landen. Und oh, ihr seid zu viel. Sind da keine im Bau? Was ist da los? So, dann machen die da hoffentlich Ruhe. Falls hier irgendwas passiert, dass es da kein Problem gibt. Lassen. Construction venture completed. Jo. Jo, jo. Market. 9,9. So, jetzt kann man sie aus dem Boden stampfen. Flottenmanager hier. Jawohl, batsch mal die weg. Anführer gibt's noch. Grenzen auf. Bin ich mal gespannt, wo die outdroppen. Wie es da abgeht. Okay. Inbound communicate.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob die daherkommen. Echt jetzt? Wundert mich. Jo, ihr kriegt einen neuen. Merkwürdiger Umstand. Eine Erkundungstruppe hat auf Fulus Prime eine verborgene Fabrik gefunden. Die Architektur und der Grad ihres Verfalls lassen auf eine alte Zivilisation zurückschließen, an die sich vortrefflich auf dem Bau extremer haltbarer Gebäude verstand. Unsere Bevölkerung konnte eine Einrichtung Problemlos zur Steigerung der kolonialen Produktionsleistung nutzen. Sonderbare Fabriken. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Sonderbare Fabriken. Ist doch extra so ein Ding, oder? Hm. Okay. Wie lange habt ihr hier noch? Oh, schon noch ein Stück. Errate Unterlichtgeschwindigkeit. Ja, 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 ja. So, Das. Bisschen fehlt noch. Den Monat noch. Dann wird hier geabt. 17 Stück Ebo. Ausweichen minus 100%. Ja, ach nee. Wer hätte es gedacht? Oh Mann. Wer hätte es gedacht, ey? Wir kommen langsam an den Punkt hin. Galaktische Verteidigungstruppe. Der Senat hat eine Schaffung einer Paramilitärmonopolen für eine galaktische Gemeinschaft produziert. Diese galaktische Verteidigungstruppe wird sein Personal aus allen Mitgliedern des Gemeinschaftsrats rekrutieren. In den Zeiten, in denen Galaxie ständig Aufruhr ist, Blumächten bedrohen, wird alles fühlende Leben auszulöschen versucht, hofft man an, dass die galaktische Verteidigungstruppe in der Lage sein wird, den Kampf zum Feind zu bringen und die Grenzen der Gemeinschaft zu sichern. Er wird unter dem direkten Kommando vom Blum leisten unseren Beitrag. Diese erbärmliche Flotte wird uns bis auf letztes Schiff. Aber sowas von. Ah, sehr cool. Gleich mal ausbauen. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Braucht mal wieder ein bisschen was. Dort noch ordentlich. Terraforming ist noch aktiv. Ja. Okay. Okay, wir gehen mal bis hierhin. Schauen mal, ob wir sonst noch was für dich haben. Auch immer da der dritte drin ist. Ich weiß es nicht. Das ist echt komisch. 18. Ist da jetzt was auf dem Planeten oder nicht? Du gehst auf den Planeten. Gehst hier landen. Logisch auch landen. Ja, ja, ja. Grenzen auf, Grenzen zu. Schlag mich tot, weiß was ich was noch. Okay. Gut, das ist das. Dann warten wir hier auf das nächste. Aber schon mal wieder ein bisschen. Brauchen nur ein bisschen Blocker. Hm.
auch einen. Dann gibt es hier den Störsender. Wir haben hier Trefferpunktschilde und weiß ich noch nicht. Mal gucken. Hier haben wir auch noch einen. Yo. Oh, das ist sehr gut. Wachstumsgeschwindigkeit, tierisches Verhalten. Berichte aus unserer Kolonie auf Flux Prime besagt, dass das wilde Verhalten zugenommen hat. Scheinbar hat der Teil der Bevölkerung eine bisher nie gesehene Maße. Oh, das ist sehr, sehr gut. Das freut mich. Aber gut, Folge ist leider wieder vorbei. Das ist schade, aber ist halt so. Hat da ein paar kleinere Flotten und muss mal schauen. Ich weiß nicht, wo der was hat. Ich weiß noch nicht, wie lange das schon her ist. Ja, das sind die zwei Defensivabkommen. Eigentlich wäre es gut, wenn ich beide gleichzeitig auslöschen könnte. Aber mal gucken, wie wir es machen. Weil ich will das Gebiet hier, dass ich hier einfach verteidigen kann. Dass ich die einfach... Weil der hier ist es nämlich. Galaktische Wächter. Habe ich da jemanden drin? Ebenbürtig. Pff. Jo. Wir sind dabei. So, bis was? 35. Machen wir das mal. Bei dir unterlegen. Ja, dann nehmen wir den weg von... Wie heißen die? Republik Cardu. Republik Cardu. Hä? Fightest du gerade mit dem? Ah, der ist im Krieg mit dem, deswegen. So, Spionagenetzwerk aufbauen. Von... dem da, ne? So, dann bauen wir hier auf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will nämlich auslöschen hier, damit ich da Platz habe. Ja, und schauen wir mal, ob wir es annehmen mit den Ansprüchen oder wie wir da verfahren weiterhin. Aber gut, somit sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.